Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Cars 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, viele, viele Leute von euch haben mich sehr oft gefragt, Ray, wie sieht's denn aus bei Project Cars 2? Wie lässt sich das Ganze denn mit Controller fahren? Ist es gut oder eher nicht so zu empfehlen? Denn ja, ich bin ja bekanntlicherweise mit dem Lenkrad hier unterwegs. Und die Frage finde ich richtig, richtig gut und die möchte ich nämlich auch sehr, sehr gerne beantworten. Denn ich selbst bin im ersten Teil ausschließlich mit Controller unterwegs gewesen. Ich bin ja aufs Lenkrad auch erst, ja, kürzlichst, wenn man so möchte, umgestiegen. Und ja, ich habe mich tatsächlich im ersten Teil sehr, sehr schwer getan mit dem Controller und ich glaube viele, viele andere von euch auch. Man hat wirklich Stunden, wenn nicht sogar Tage verbracht, den Controller richtig einzustellen. Und ja, und am Schluss war es trotzdem irgendwie mehr Krampf als irgendwie Spaß. Und deswegen möchte ich diese Frage einfach beantworten in dem heutigen Video, ob sich's mit Controller gut spielen lässt. Und deswegen habe ich im Vorfeld ein bisschen getestet, tatsächlich nur. Aber den Haupttest möchte ich jetzt gemeinsam mit dir in diesem Video machen. Denn das vermittelt auch meinen ehrlichen, echten Eindruck. Und dann siehst du auch selber, wenn ich die verschiedensten Fahrzeuge fahre jetzt in diesem Video, ob es tatsächlich mit Controller funktioniert oder nicht. Ob ich Probleme habe oder aber nicht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr in den Steuerungsoptionen erstmal das entsprechend richtig einstellt. Ich meine, wenn ihr auf der Konsole unterwegs seid, wie wahrscheinlich die meisten Controller-Spieler, wird das wahrscheinlich sowieso schon voreingestellt sein. Ich bin jetzt hier aber auf der PC-Version unterwegs und teste es hier. Ich denke mal, aber das wird sich groß nicht unterscheiden von den Eingabenarten her und so weiter, außer vielleicht beim Xbox One-Controller wird man vielleicht noch den rechten und linken Trigger haben, die vibrieren, wenn man blockierende Räder hat oder wenn man zu stark beschleunigt. Das habe ich hier auf der PC-Version schon mal nicht, das kann ich schon mal sagen. Aber zum Beispiel die PlayStation-Leute von euch haben das ja sowieso nicht. Deswegen, naja, egal. Auf jeden Fall, wenn ihr auf dem PC unterwegs seid, müsst ihr das auf jeden Fall hier noch richtig einstellen. Hier passend zum Bild benutze ich auch den Xbox One-Controller, dass ihr das auch schon mal wisst, mit was ich nutze. Ich schalte manuell. Und ja, es ist quasi schon mal ein Preset, wenn man das hier ausgewählt hat, schon mal eingestellt. Ich habe das allerdings schon mal ein bisschen angepasst. Hier könnt ihr auch sehen, wie ich es angepasst habe. Gut, Kupplung verwende ich nicht, deswegen ja, könnt ihr da mal drauf scheißen, sage ich mal. Die Dämpfung will ich eigentlich weniger haben. Ich weiß nicht, warum die hier so hoch ist. Da habe ich vorher eigentlich noch umgestellt. Ja, ob das jetzt die besten Settings sind, weiß ich nicht. Das sind einfach, ich bin halt mal ein paar Runden gefahren und habe halt ein paar Sachen angepasst, die mir nicht so gepasst haben. Genau, dann Tastenbelegung habe ich halt hochschalten, runterschalten, B und X halt belegt. Wollte ich halt ein bisschen anders haben, aber ansonsten passt es eigentlich ganz gut. Gut, ich würde sagen, wir gehen auf den privaten Test und fahren einfach mal ein bisschen. Ihr seht jetzt auch hier schon mal eine coole Kombination. Die wird es aber jetzt heute nicht geben. Die gibt es in einem extra Video. Da werde ich dann auch wieder mit Lenkrad unterwegs sein. Höchstwahrscheinlich dann morgen auf dem Kanal. Könnt ihr schon mal hier ein bisschen sehen, was euch erwarten wird. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit etwas Klassischem. Wir fangen einfach mal mit einem Straßenfahrzeug an. Und dann gehen wir mal zu den Roadcars hier oder Straße. Machen wir, was nehmen wir denn da am besten? Nehmen wir mal hier so ein Audi R8. Warum nicht? So. Nehmen wir denn mal. Und Strecke, da gibt es doch so ein paar coole Straßenkurse. Gut, das ist Monaco. Côte d'Azur. Die Strecke gibt es noch. Der California Highway ist auch cool. Aber ich glaube, wir nehmen mal. Genau. Bannockburn. Ja, das ist ja diese Rundstrecke in Schottland. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Wetter machen wir mal ein bisschen schöner. Oder Frühling passt. Machen wir mal hier so leicht bedeckt. Muss ein bisschen schön sein. So. Und dann starten wir das einfach mal und dann checken wir das einfach mal aus, wie sich das Ganze so fahren lässt. Wie bereits gesagt, im ersten Teil war es wirklich ein Krampf. Und ich selbst bin ja so lange und so viel mit Controller unterwegs gewesen. Ich bin ja auch nicht gerade der schlechteste Controllerfahrer. Und deswegen ist mir selber das auch sehr, sehr wichtig, dass ich dir eine offen, ehrliche Meinung dazu sagen kann. Denn es gibt nichts Schlimmeres als Controllerfahrer, wenn man am Schluss einfach so komplett unzufrieden ist mit dem Spiel. Ja. Ich weiß es einfach vom ersten Teil und deswegen gucken wir mal, wie sich das Ganze so fährt. Ich werde auf jeden Fall auf die Stabilitätskontrolle mal verzichten, um einfach mal ein bisschen mehr zu spüren. ABS und Traktionskontrolle lasse ich jetzt einfach mal an und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze hier so fährt. Und ich bin auch mal gespannt, wie man das Fahrzeug fahren kann. So, dann gucken wir mal in die erste Kurve rein. Ich muss dazu sagen, ich kenne die Strecke nicht so unglaublich gut. Aber für einen Test wird es reichen. Auf den ersten Moment, muss ich sagen, fühlt es sich eigentlich schon ganz gut an. So, das war ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu stark gebremst. Ja, so viel dazu. Erste richtige Kurve und schon haut es mich weg. Upsala. Ja, eins am anderen.
So, jetzt aber. Ja, okay, das passt. Ich glaube, ich habe einmal ein bisschen zu stark gebremst. Ein bisschen Gewichtsverteilung, ein bisschen. Ich glaube, umgucken können wir uns auch, jawohl. Ein bisschen Vorsicht beim Anbremsen. Upsala. Ja, also der erste Eindruck ist schon mal sehr, sehr gut, muss ich sagen. So vom Feeling her, das Feedback passt eigentlich auch vom Controller. Wie gesagt, die rumblenden Trigger habe ich jetzt nicht. Die wird es, denke ich mal, auf der Xbox One geben. Das weiß ich aber nicht, tatsächlich. Zumindest gab es eben im ersten Teil. Was ich sagen muss, diese schnellen Bewegungen von links nach rechts finde ich ein bisschen... Manchmal kommen die ein bisschen zu krass. Also man kann schon schön einlenken und so. Und wenn man dann den Gegenpendler abfangen möchte, dann klappt das ganz gut. Aber manchmal kommt dieser Gegenpendler... zu schwach und manchmal zu krass. Also ich glaube, das ist so eine Feineinstellungssache. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, jedem Controller-Fahrer auf jeden Fall nochmal mit den Settings ein bisschen rumzuspielen, dass es auch nach den eigenen Belieben passt. Ich meine, das war im ersten Teil auch schon so, aber ja, beim ersten, glaube ich, habe ich mehrere Stunden verbracht für die Controller-Settings und war nie richtig zufrieden. Und hier, muss ich sagen, habe ich jetzt vielleicht 10 Minuten ein bisschen was eingestellt. Und das macht schon auf jeden Fall richtig Bock hier zu fahren. Und ich muss ja auch dazu sagen, also meiner Erfindung nach sind die Roadcars die wohl schwierigsten Fahrzeuge im Spiel. Tatsächlich. Also ich finde die am schwierigsten zu fahren. Also Rennwagen finde ich deutlich einfacher zu fahren hier. Und von dem her, dass man dann hier auf so einer Strecke so ganz gutes handeln kann, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Na, komm, wir sind da. Haha, das wollen. Nein, 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 nein. Weg von der Bande. Also es ist auf jeden Fall möglich, hier gut zu fahren. Wir können jetzt nochmal vielleicht gerade eine Runde dranhängen. Vielleicht noch ein bisschen mehr das Limit auslotsen. Das bringt ja schön recht, wenn man um die Kurven kommt. Aber wenn man halt scheiße langsam damit ist, bringt das ja nicht viel. Okay, der Gang war ein bisschen zu wenig. So, hier habe ich mich vorher weggedreht. Könnte aber auch liegen, dass die Reifen vorher noch ein bisschen kalt waren. Ja, da dieses Gegenlenken, habt ihr gesehen, da macht er ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, das kann man auch ein bisschen einstellen. Da bin ich zu spät. Bumm, aua. Da war ich ein bisschen zu spät. Da kann der Controller nichts für, wenn der Fahrer nichts kann. Nö, aber macht einen echt guten, soliden Eindruck. Also das ist zum ersten Teil wirklich gar kein Vergleich. Muss ich sagen. Auf jeden Fall okay. Also man muss, glaube ich, nicht einen Nachteil haben, wenn man mit dem Controller unterwegs ist im Vergleich zu den PC-Leuten. Das war jetzt einfach zu schnell hier rein. Aber trotzdem macht das einen soliden Eindruck. Na gut, klar, wir haben jetzt noch Fahrhilfen an natürlich, ABS, Traktionskontrolle, das hilft natürlich auch ein bisschen. Wobei wir eigentlich beim Allrad auf die Traktionskontrolle eigentlich verzichten könnten. Ups, aus, so. Ne, das war das ABS. Ja, egal, können wir auch mal kurz ohne ABS fahren. Ups. So, ja, probieren wir es mal kurz, die paar Meter. Wie es sich anfühlt, wenn die ganzen Fahrhilfen weg sind. So, für jeden Experten auf dieser Strecke tut es mir leid, wenn ich eine ganz komische, upsala, Linie fahre. Ich kenne die tatsächlich nicht so wirklich. Gut, das war ein bisschen zu schnell jetzt hier rein. Aber ja, kommt man trotzdem abfangen. Ein bisschen aufpassen. Und die macht ein bisschen zu, die Kurve, ne? Ja, scheiße.
Aber Roadcar, muss ich sagen, ja, macht Spaß auf jeden Fall. Also ich glaube, da habe ich mit dem Lenkrad mehr zu kämpfen mit den Dingern. Ne, macht Spaß auf jeden Fall. Cool. Sehr cool. Ja, ich würde sagen, wir springen ins nächste Fahrzeug. Wir wollen ein bisschen ein paar verschiedene Fahrzeuge austesten. Eine Fahrzeugklasse, die ich auf jeden Fall angehen möchte, ist auf jeden Fall mal ein GT3-Wagen. Denn die sind, denke ich mal, die am größten vertreten sind, am geilsten zu fahren sind in der Regel. Da nehmen wir jetzt einfach mal, ja, nehmen wir mal den AMG GT3 und dann nehmen wir mal irgendeine coole Rennstrecke. Ich weiß es gerade gar nicht. Was nehmen wir denn da? Krisenauswahl hier im Spiel. Ja, nehmen wir mal Hockenheim. Einfach ganz klassisch. Nichts Besonderes. Und starten das mal. Können wir vielleicht das Wetter ein bisschen ändern. Hier auf Sommer gehen. Und dann machen wir mal hier so bedeckte Wolken. Und starten wir das Ganze mal. Guck mal, wie es sich da verhält. Und da möchte ich ganz gerne auch direkt mal auf die Fahrhilfen komplett verzichten. Ja, ich weiß, GT3-Boliden haben normalerweise Traktionskontrolle, ein ABS und so weiter. Aber einfach, um ein bisschen das auszulotsen, gerade beim Lenkrad probiere ich das auch immer sehr, sehr gerne aus. Gerade bei den GT3-Boliden, ohne das Ganze zu fahren. Weil man einfach noch mal ein bisschen mehr Feedback bekommt. Und deswegen möchte ich das hier einfach auch mal ganz gerne ausprobieren, wie sich das hier so verhält. Ja, sieht auch immer schön aus. Schön modelliert. Auch von außen. Kann man machen. Steady on the outlap, tire temp below. So, ja, die Reifen sind jetzt natürlich ein bisschen kalt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es ist ja auch wichtig, dass man mit kalten Reifen Gespür hat, wie sich das Fahrzeug so verhält. Ups. Ja. Also ja, dieses Gegenlenken so ein bisschen ist noch, glaube ich, bei mir ein bisschen zu hektisch eingestellt. Aber das kann man über diese Dämpferfunktion und so weiter, kann man das so ein bisschen anpassen. Also ich denke mal, jeder, der nicht Bock hat, mit Controller zu fahren und auch ein bisschen in anderen Rennspielen mit Controller unterwegs ist, wird da natürlich seine persönlichen Einstellungen finden, würde ich jetzt einmal mal behaupten. Ups. Also da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen anpassen, aber so die Grundeinstellung und so wie ich sie jetzt ein bisschen abgeändert habe, das passt schon mal ganz gut. Jetzt gucken wir einfach mal. Ja, das Getriebe ist ein bisschen... Das muss ich sagen, die GT3s kommen mir in dem Spiel ein bisschen, was Getriebe angeht, immer sehr, sehr lang übersetzt vor. Oder vielleicht täuscht der Eindruck einfach nur ein bisschen. Da kommt der Arsch. Ich habe es zwar gemerkt, aber ich habe irgendwie nicht rechtzeitig reagiert, um abzufangen. Ein bisschen konzentrieren. So, vorwärts geht's. Okay, ich habe den Körper ein bisschen rechts berührt, die Rundenzeit ist ungültig. Naja, egal. Ignorieren wir das mal. So, ziehen wir mal eine Runde durch. Ja, man kann aber doch sehr feinfühlig da lenken, das passt auf jeden Fall. Also ein bisschen zu früh in den ersten Gang. Kam dann der Arsch ein bisschen beim Anbremsen, ein bisschen warten müssen. Aber jetzt sind die Reifen auch ein bisschen auf Temperatur. Sieht die Welt auch schon ein bisschen anders aus. Ich bin ein bisschen zu schnell hier rein. Ja.
das war zu weit. Ja, aber das passt auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ein bisschen Feineinstellung muss man, glaube ich, machen, um das einfach seinen persönlichen Bedürfnis ein bisschen anzupassen. Also mir gefällt jetzt aktuell das Gegenlenken nicht. Das ist irgendwie so beschleunigt, habe ich so das Gefühl. Aber ich glaube, das hat so ein bisschen was mit dieser Dämpfereinstellung zu tun. Das ist nach links und rechts der eine Wert, den es da gibt. Aber wenn man den jetzt noch anpassen würde, bin ich da äußerst zufrieden, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich kann es nochmal betonen, kein Vergleich zum ersten Teil. Force Feedback könnte tatsächlich noch ein bisschen mehr sein, meiner Meinung nach. Also man könnte noch ein bisschen mehr an den Controller wiedergeben, meiner Meinung nach. Also wenn ich jetzt mal ein bisschen zu viel Gas hier gebe. Ja, es ist... vom Force Feedback selbst kommt nicht so viel rum. Da müsste ein bisschen mehr, finde ich, noch kommen. Wie gesagt, mir fehlen aber halt die vibrierenden Trigger-Tasten, die es zumindest mal auf der Xbox One gibt, aber die PlayStation-Leute müssen ja auch drauf verzichten. Also in der mir, da könnte es noch ein bisschen mehr werden, gerade wenn ich jetzt mal den Vergleich zu einem Forza ziehe, Forza Motorsport zum Beispiel, da hat man doch ein bisschen mehr Feedback noch, was die Vibration des Controllers angeht. Ansonsten aber so vom Gefühl her oder von der Steuerung, von der Eingabe her, wie es umgesetzt wird im Spiel, ist es schon ganz gut. Man kann auch viel auf Sicht machen, also ich habe jetzt natürlich das Ausbrechen der Heck provoziert in dem Moment, um einfach mal zu spüren, wie das mit dem Force Feedback ist. Das seht ihr natürlich nicht, aber ja, ich verarsche dich ja da in dem Punkt nicht. Ich würde sagen, wir machen mal auf jeden Fall noch mal so eine Art Formelfahrzeug. Machen wir mal Formel, was haben wir da? Formel Renault vielleicht, nehmen wir mal. Ja, nehmen wir mal, die Lackierung ist ja egal. Und nehmen wir mal, was gibt's denn da für coole Strecken noch? Irgendwas Cooles haben wir doch bestimmt da noch irgendwie. Ja, nehmen wir mal Oschersleben. Ich bleibe irgendwie hier bei deutschen Strecken. Nee, komm, wir müssen was anderes nehmen. Das kann man nicht so lassen. Nehmen wir, wir könnten ein Ding nehmen, Donington oder sowas, gibt's doch auch. Donington Park, genau, was gibt's denn da noch? Also Dubai halt, ja. Nehmen wir mal die nationale Variante und probieren wir das mal aus. Wir können auch gleich mal Regen noch testen, würde ich sagen, wie sich das Ganze so im Regen verhält. Können wir dann auch nochmal vielleicht so ein LMP oder sowas nehmen, so ein LMP-Fahrzeug. Auch mal interessant sein, wie sich das verhält. Aber jetzt fahren wir erstmal ganz kurz mit so einem Formelfahrzeug. Starten wir direkt. Auch hier muss ich ein bisschen nach hinten sitzen. Da bin ich mal gespannt. Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, nicht in einer Außensicht zu fahren. Die ist ein bisschen komisch, finde ich, im Spiel. Weil, ja, das Geschwindigkeitsgefühl ist ein bisschen komisch. Also man kann es schon machen. Okay, da ist es ein bisschen arg kalt. Und ja, wie gesagt, die Außenansicht ist ein bisschen komisch. Man könnte aber mal probieren, in dieser Sicht zu fahren. Das ist ja so quasi die TV-Sicht, die TV-Cam. So macht man das ja gerne mal bei Formelfahrzeugen. Können wir ja gerne mal hier mit der Sicht ausprobieren. Sonst gucken wir mal, wie sich das Fahrzeug so fahren lässt. Reifen natürlich ist noch ein bisschen kalt. Fahrhilfen haben wir sowieso hier nicht. Boah. Ja, genau, dieses Gegenlenken, das ist noch so. Aber das, wie gesagt, ist eine Einstellungssache. Boah. So, erstmal die Reifen ein bisschen auf Temperatur bringen. Das war ja auch in Teil 1 immer so ein Problem, gerade bei Formelfahrzeugen. Wenn die Reifen da kalt sind, das sind die einfach nicht schnell. Auch mal ganz kurz, dann wird es schon. So, jetzt sind sie so ein bisschen auf Temperatur. Wow, da kommt der Arsch. Ja, so viel dazu. Ja, ich muss aber auch sagen, die Formelfahrzeugen haben schon im ersten Teil ein bisschen Probleme gemacht mit dem Controller. Vielleicht ist der Cockpit-Sicht ein bisschen ein besseres Gefühl. Die Reifen sind halt also auch ein bisschen arg dreckig. Muss man
und sagen. So, jetzt nochmal gucken hier. Also wenn es nicht ums Gegenlenken, also es ist eigentlich alles super bis aufs Gegenlenken. Da ist ein bisschen blöd. Das können wir vielleicht auch gleich mal einstellen. Nochmal, ob das vielleicht dann besser wird. Ja, das Gegenlenken. Es ist ein bisschen komisch. Also es ist ja, man hat ja hier quasi die zwei Werte. Einmal die Dämpfersättigung, die aber fürs Lenkrad eigentlich ist. Also ich glaube, die ist unwichtig hier. Und dann haben wir noch die Tempoempfindlichkeit. Über die Tempo kannst du anpassen, wie sensibel ein Wagen bei hoher Geschwindigkeit auf die Kontrolllänge reagiert und wie viel Lenkerschein angewandt wird. Ist der Wert höher, ist der Wagen bei hohem Tempo weniger empfindlich. Ja, okay, das vielleicht ein bisschen reduzieren. Für die Dämpfung vielleicht. Oder, nee, eigentlich eher das erhöhen. Leider wird das erst übernommen, wenn ich neu starte, aber für nachher vielleicht gleich nochmal. Ich mache mal die Dämpfung vielleicht ein bisschen höher und hier das vielleicht ein bisschen niedriger. Ja, aber das ist so eine Ausprobierungssache, würde ich sagen, wo man ein bisschen testen muss. Leider übernimmt es erst nach dem Neustart. Deswegen bleiben wir jetzt mal kurz bei den alten Settings. So, von der Präzision und so ist es echt gut. Muss ich sagen. Wie gesagt, Force Feedback könnte ein bisschen mehr noch sein. Ja, auf dem Curb sollte man nicht fahren. Ja, wir probieren das. Upsala. Wir probieren das einfach mal ganz kurz aus, würde ich sagen. Wir gehen nochmal raus. Nehmen mal ein LMP-Fahrzeug vielleicht. Vielleicht ein LMP2 oder so, muss ja nicht gleich so ein übertriebenes sein. Wo haben wir es denn? Hups, hier. Und LMP2 nehmen wir mal so einer hier. Eureka und, ja, ich will den haben. Und dann nehmen wir mal, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal Circuit of the Americas. Können ja mal bei Nacht fahren oder so. Und können ja mal so leichter Regen oder so machen. Bisschen ganz hardcore. Okay, hardcore ist es nicht bei leichtem Regen, aber ja, Nacht und bisschen Regen. Probieren wir das einfach mal aus, wie sich da so verhält. Und jetzt durch die etwas geänderten Einstellungen ist ja auch mal ein Versuch wert. So, starten wir mal. Hier ein bisschen zurücksitzen. Damit Traktionskontrolle ist jetzt hier an, okay. Dann machen wir die aber auch mal aus, einfach zum Testen. Ja, komm, roll raus. Remember, be smooth on the power, gentle on the brakes. Make up for those slippery conditions. So, jetzt gucken wir mal, wie sich das verhält im Regen. Bei. Gerade jetzt die schnellen Lastwechsel hier, Circuit of the Americas, ist jetzt auf jeden Fall interessant. Okay, viel Gegenlenken muss ich jetzt noch nicht. Tatsächlich. Okay, ja, ist ein bisschen blockiert beim Anbremsen. Die Helmkamera. V-Kamera. Ja. Nee, egal. Bleiben wir mal bei der Kamera hier.
Aber ja, diese kleinen Einstellungen haben scheinbar schon ein bisschen was gebracht. Jetzt bin ich mal gespannt hier, diese engen Kurven hier. So, jetzt hier diese mehrfach rechts, bin ich mal gespannt, wie die hier fahren können hier. Da geht eigentlich ganz gut. Ja, fühlt sich aber eigentlich ganz gut an. Tatsächlich, also kleine Einstellungsänderungen können vielleicht schon doch was bisschen was bewirken. Ich bin ein bisschen zu schnell reingefahren. Ja, da kam jetzt ein bisschen der Arsch. Dann probieren wir dann nochmal voll durchzufahren durch diese S-Kurven. Ja, ganz voll geht nicht. Ein bisschen Gas schon gehen. Ja, aber es sieht doch eigentlich ganz gut aus. Kann da jetzt gerade nicht meckern. Ja, das würde ich sagen, das passt. Und ich würde sagen, ein Fahrzeug, eine Streckenkombination können wir noch machen. Und dann machen wir die doch einfach mal. Gehen wir noch raus, gucken wir mal, vielleicht was Älteres, was Historischeres. Könnte eine ganz interessante Sache sein, zu testen. Was haben wir denn dann noch? Ja, so ein Gruppe 5 Auto. Das wäre auf jeden Fall ein Monster. Nehmen wir mal den... Wen nehmen wir denn da? Sollen wir den Moby Dick nehmen hier? Oder machen wir mal einen Zack Speed. Was gibt's denn da für eine coole Lackierung? Nehmen wir die hier standardmäßig und dann nehmen wir mal vielleicht Watkins Glen oder sowas. Würde doch ganz gut passen. Viele Strecken, die ich nicht mal kenne. Oder Sonoma. Nehmen wir Sonoma. Welche Variante? Nehmen wir mal die... Nehmen wir mal die Grand Prix-Variante, würde ich sagen, oder? Ja, nehmen wir die Grand Prix-Variante. Und da machen wir jetzt aber wieder... solche Verhältnisse und Uhrzeit machen wir irgendwie so. Oder vielleicht mal so Abendstimmung. 17 Uhr sollte passen. Und Start. Und dann testen wir es hier nochmal, wie sich das Ganze so fährt. Ich denke mal gerade so beim Zackspeed ist so ein bisschen auf jeden Fall ein giftiges Monster. Und Sonoma ist auf jeden Fall eine Strecke, die sehr, sehr viele Höhenunterschieden und Bodenwellen und so weiter hat. Also, wenn ich jetzt hier bestehen kann mit dem Controller, glaube ich, kann man de facto sagen, man kann damit auf jeden Fall unterwegs sein. Allerdings, ups, das war nicht das, was ich wollte. So, ich wollte wieder ein bisschen zurück. Und ja, es ist nicht perfekt, muss ich sagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Forza nimmt, ist Forza für mich, was Controller, Feedback und Steuerung angeht, immer noch die Nummer 1. Aber das ist ein deutlicher Sprung nach vorne. Definitiv. Und wie gesagt, ein bisschen, ja, die Reifen ein bisschen kalt. Bisschen die Steuerung anpassen nach den eigenen Belieben ein bisschen, dann passt das schon. Aber die Grund... Lage ist schon mal ganz schlecht und die Reifen sind halt scheiße kalt. Der Turbo Punch ist einfach so übertrieben bei dem Ding. Jetzt gucken wir mal, wenn die Reifen ein bisschen warm sind. Und hier müssen wir ständig gegenlenken. Ja, da drehen wir uns weg. Ja, so kriege ich halt natürlich keine Temperatur rein. Das war zu spät. Da kann natürlich der Controller nichts für, wenn der Fahrer kacke ist.
So, jetzt aber nochmal probieren. Mal so rantasten hier. Reifen kriegen so langsam Temperatur. Hier geht's lang. Und das war zu schnell. Oh ja, das ist... Da kann der Controller halt auch nichts für. So, jetzt aber komm. Die Reifen ein bisschen auf Temperatur jetzt. Okay, das war ein Gruß ans Getriebe. Mal wieder ein bisschen zu schnell hier rein. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren. Und vor allem mich abzufliegen unnötig. Ja, wenn die Reifen warm sind, ist es auf jeden Fall deutlich besser. Ist halt in dem Spiel schon sehr, sehr wichtig, dass man die Reifen warm fährt. Ja, da kam der Punch zu stark. Also, de facto, glaube ich, als Fazit kann man schon mal sagen, es ist eine deutliche Verbesserung, das habe ich jetzt mehrfach betont. Im Vergleich zum ersten Teil, man muss viel, viel einstellen, meiner Meinung nach. Lol, so dreht sich das Ganze halt so. Man muss auf jeden Fall ein bisschen was einstellen nach dem eigenen Geschmack. Und meiner Meinung nach fehlt ein bisschen das Force-Feedback am Controller, also solche Sachen wie... Dass der Arsch kommt, das spürt man tatsächlich nicht am Controller. Das macht man nur auf Sicht. Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, auf den Konsolen vielleicht ein bisschen besser ist. Kann es mir schon vorstellen. Wenn das aber nicht so ist, ist es ein bisschen schade, weil man muss dann quasi viel, viel vorahnen, dass sowas passieren kann. Klar, man fährt ein Fahrzeug normalerweise nicht einfach nur kurz und dann nie wieder, sondern man übt da ja ein bisschen im Vorfeld, dann weiß man, um die Tücken des Fahrzeugs Bescheid, aber ja, also es ist nichts, wie gesagt, dass ich jetzt sagen würde, okay, geilste Controller-Steuerung ever. Ich glaube, die Krone gehört immer noch dem Produkt von Microsoft, zumindest mal auf der Xbox One kann ich das zumindest mal so sagen. Aber es ist eine deutliche Verbesserung und man kann es auf jeden Fall damit spielen. Dennoch würde ich, glaube ich, jedem empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht dann doch sich ein Lenkrad zu kaufen. Ich glaube, das macht dann doch schon mehr Sinn, definitiv. Aber klar, ist natürlich auch immer eine Geldfrage. Und wenn das Geld nicht hergibt und man trotzdem Bock auf das Game hat, dann geht es mit dem Controller auf jeden Fall vollkommen klar. Nur hier und da gibt es halt auf jeden Fall auch ein bisschen Schwächen. Ja, ich hoffe, dir hat dieser Look auf, dieser Blick auf den Controller gefallen. Und ja, ich hoffe, dir hat mein Kommentar dazu, mein Feedback dazu ein bisschen
geholfen. Wenn dem so wäre, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Ansonsten bin ich raus und dann in den nächsten Ausgaben dann wieder mit dem Lenkrad unterwegs. Und vielleicht werde ich irgendwann später nochmal so einen Check mit dem Controller machen. Mal schauen, was die Zeit so bringt. Aber ja, wenn es sonst noch Fragen oder sonst was gibt, gerne, gerne in die Kommentare. Ich bin aber hier raus an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.